Willkommen. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit, die vor über 13 Milliarden Jahren beginnt. Zuerst ist nichts. Dann beginnt alles. Der Urknall lässt das Universum entstehen, das sich mit rasender Geschwindigkeit ausdehnt. Die Erde entsteht, ein rotglühender Planet, der langsam abkühlt. Aus dem abkühlenden Gestein formen sich die Vorfahren unserer heutigen Kontinente, umschlossen von einem Urmeer. Und dann das Wunder. Leben entsteht im Wasser. Zuerst Einzeller, die sich zu immer komplexeren Lebewesen entwickeln. Das Leben schafft den Sprung an Land. Der Urzeitkontinent Gondwana entsteht. Gondwana wird zum grünen Kontinent, dessen Herrscher die Dinosaurier sind. Gewaltige Erdkräfte lassen Gondwana schließlich auseinanderdriften. Seine Bruchstücke bilden heute Südamerika, Afrika, Indien, Australien und Antarktika. Die Dinosaurier sterben vor 65 Millionen Jahren aus. Die versteinerten Knochen derselben Arten findet man heute auf verschiedenen Kontinenten als einen Beweis dafür, dass Gondwana einst existiert hat. Im fortwährenden Spiel der Elemente veränderten sich die Umweltbedingungen auf den neuen Kontinenten. Tier- und Pflanzenarten passten sich diesen Gegebenheiten an und entwickelten sich zu neuen Formen. Nur wenige Arten blieben seit Millionen von Jahren in ihrer Grundform fast unverändert. Unsere heutigen Regenwälder sind ein Erbe dieser Artenvielfalt. Doch der Mensch bedroht dieses Erbe. Durch Flächennutzung, Raubbau und Umweltgifte. Nur wir gemeinsam können diesen faszinierenden Lebensraum verstehen, achten und schützen. Begleiten Sie uns weiter auf unserer Entdeckungsreise durch den Regenwald. Lernen Sie einige Arten der vielfältigen Flora und Fauna persönlich kennen. Thank you.
Thank you.
Welches Kopfkissen? Ich glaube, den Stachel. Ich glaube,